Willkommen zurück, Leute, zu Final Fantasy 4. Und es ist so, dass ich den Kristall benutzen soll. Natürlich soll ich ihn benutzen, aber irgendwie ging es teilweise mit Cecil ja auch nicht. Beziehungsweise ich habe die anderen genommen und nicht Cecil. Das war ein bisschen blöd. Aber auch wenn ich Cecil nehmen wollte, ging es teilweise gar nicht, dass ich ihn auswählen konnte. Jetzt kann ich es gerade. Und ich habe alle hier ausgerüstet, soweit es denn ging. Und jetzt will ich nicht das Elixier, sondern immer noch... bitte das andere. Da ist der Kristall. So, und dann wollen wir mal schauen, was der hier so kann. Benutzt den Kristall und wir gucken, was passiert. Ziromus zeigt seine wahre Gestalt. So, ich fange direkt mit Bahamut an. Puh! Dann wollen wir mal. Alle magischen Wirkungen aufgehoben. Na toll. Hastmarsch bitte auf alle. Ja, wir sind im Finale, Leute. Jetzt geht's los. Selbst wenn wir sterben, hier sehen wir, was wirklich auf uns wartet. So, wir holen uns Bahamut. Er kontert mit Subspirit, das ist natürlich sehr gemein. Wir greifen trotzdem an und machen das nochmal. Ich habe gelesen, dass er irgendwann wahrscheinlich mit Meteor angreift. Das kann man sich eigentlich fast denken. Aus dem Grund soll man Reflekt benutzen. Und das werde ich jetzt auch tun. Reflekt. Und zwar mache ich das auf Rosa. Greif an. Du machst Sprung. Du machst trotzdem eine Lebenshymne. Kritisch. Sehr schön. Bahamut. Ich überspring's mal. Bams. 9900 nochmal. Dann kontert er wieder mit Subspirit. Greift trotzdem an. Und hol mir die Sylphen. Vielleicht hilft's mir irgendwie. Alle magischen Wirkungen aufgehoben. Egal, was ich an Schutz drinne hatte, jetzt ist es wieder weg. Cecil hilft uns schnell mit einer Lebenshymne und heilt uns nebenbei. Genauso wie Rosa. Und Kane hat einen Sprung geschafft. Auch gut. Am besten, er geht gleich wieder nach oben. Wir holen uns die Sylphen. Die entziehen und geben. Greif mal an. Und spring mal direkt wieder. Ja, schön. Mach mal direkt wieder Bahamut. Puh, puh, puh. Aber sie... Ja, doch. Können wir. Ich dachte gerade, sie kann nicht, weil wir gar kein MP mehr haben. Rotes. Es wird natürlich alles wieder aufgehoben werden, aber ich arbeite hiergegen an. Was anderes bleibt uns eh nicht übrig. Greif an. Das war gut. Wir beten gegen an. Und wir werfen Shuriken. Auch wenn er uns was wegnimmt. So, Bahamut. Bams. Das können wir gleich nochmal machen. Beten. Kane hat gesprungen. Irgendwann wird er seinen Meteor rausholen. Davor habe ich ein bisschen Schiss. Oh oh. Okay, spring mal wieder. Kraftschub. Coole Musik am Ende hier. Da kommt der Urknall. Uff.
Ja, okay, wir leben noch. Sehr schön. Bahamut. Jawohl. Sub-Spirit. Okay, auch den können wir nicht mehr machen, habe ich mir gedacht. Schwarzmagie können wir auch gerade nicht mehr machen. Sie muss auf jeden Fall mal Turbo-Ether bekommen. Die Rydia. Greif an und du springst. Wie immer, wir machen einfach weiter. Nebenbei heil Cecil mit dieser Lebenshymne, wenn auch nicht viel. Zack, da haben wir wieder was. Am Ende spielt es keine Rolle, was wir jetzt verbrezeln. Schade, das Gebet blieb unerhört. Wir kloppen weiter drauf. Komm, Bahamut. Hau drauf. Wir heilen, wir heilen. Und haben noch mehr Schaden gemacht. Wir müssen Rydia wiederbeleben. Oh oh, er macht Meteo. So, ganz schnell wiederbeleben. Sub-Spirit. Voll fies. Keine MP mehr. Da helfen nur noch Ether und so. Da ist die Rydia. Sehr schön. Ein Sprung geschafft. Noch Heilzessel nebenbei. Bahamut, komm. Und spring. Edge lebt nicht mehr. Die anderen schon noch. Und Cecil singt noch sein Liedchen, was sehr gut ist, nebenbei. Oh. Jetzt nicht mehr wahrscheinlich. Dafür betet Rosa. Kane hat wieder Schaden gemacht, was ich super finde. So, jetzt greife ich mit Cecil mal an. Und der hat auch gut Schaden gemacht. Du springst mal wieder sofort. Und du machst Erzengel. Wir müssen die anderen wiederbeleben. Das wäre super, sonst sind wir gleich dran. Wir haben ihn. Unglaublich. Aber leider ohne Rydia und Edge. Das war weniger schwer als manche Zwischengegner, die wir hatten, muss ich sagen. Ich habe jetzt wirklich mit was viel Fieserem gerechnet. Aber gut. You've truly done it. I'd no idea there was such strength in you. You of the Blue Planet may have already grown more powerful than we of the Moon. It does rather look that way, doesn't it? But what of the final words Zeromis spoke? As long as there is darkness. There will always be evil in men's hearts. We all of us bear a touch of darkness, just as surely as we bear light, much as with the twin sets of crystals. And the darkened underworld that rests beneath your planet's brighter surface. But as long as there is darkness, so will there always be light.
just as the light within you rose to overcome the shadow cast by Zemus. Well, now that you mention it, I did feel a bit of glow. Are you joking? It's a miracle Zemus didn't end up using you. My love of justice kept him at bay, no doubt. Well then, the time has come for me to join my people in their sleep. What will you do now? We will return to our planet. Our friends are waiting. I see. You are lucky to have such friends. I look forward to the day we can meet again. Might you permit me to accompany you? You would join me? I would. I cannot return. Not after all I've done. And I would very much like to meet my father's people at least one time. I see. Yes, our blood flows in your veins too. You know this will be a very long slumber. I do. Cecil, you called me brother. I suppose I can expect no more than that. All you've suffered until now has been because of me. We must go now and sleep. We will pray for the peace of your planet. Come, let us go. Yes. Cecil. Is this all right, letting him go? Your brothers. Farewell. Cecil! Farewell. My brother. Geboren aus dem Drachenschlund, getragen von den Sternen, werden hoch am Himmel durch Licht und Dunkelheit im Traum geschlossene Gelübde erneuert. Der Mond ist in ewiges Licht gehüllt und kennt die Dunkelheit nimmermehr. Sein Strahlen bringt der Erde Segen, doch von kurzer Dauer ist die Träumerei. Der Mond, vom Schatten befreit, dürstet nach mehr Licht und beginnt die Reise. Zwei, verbunden durch gleiches Blut, werden getrennt von Zeit und Schicksal. Einer auf dem Mond, der andere auf Gaia. Also dann beginnen wir mit der heutigen Lektion. Ja. Nanu, wo ist Palom? Nicht schon wieder. Ich wirkte also meinen mächtigen... Donk. Du bist wirklich unverbesserlich, der Älteste ist außer sich. Wie oft muss ich es dir eigentlich noch sagen, bis es in deinen dicken Schädel geht? Du hast noch sehr viel zu lernen, wenn du jemals in die Fußstapfen des großen Teller treten willst. Zur Strafe wirst du die nächsten 2 Stunden Zaubersprüche transkribieren. Ja, aber... Selbst schuld. Eure junge Hoheit, ihr seid der Thronerbe. Ihr habt Verpflichtungen. Das weiß ich doch.
Dann schlage ich vor, ihr konzentriert euch auf diese und jagt nicht weiter Schützen nach. Sicher, sicher. Eure Antwort lässt den Ernst vermissen. Aber Rydia, es gibt hier kein Mädchen, das dir gleichkommt. Eure Hoheit? Du bist zu einer prächtigen Frau geworden. Das bist du wirklich, und wer hätte gedacht, dass du hierher zu uns zurückkehrst? Rydia! Rydia, wieso habe ich Hauer? Ich möchte so sein wie du. Wie meinst du das? Wir sind doch alle gleich, egal ob Menschen oder Beschwörbare. Das Land der Beschwörbaren wird fortan ein schönerer Ort sein, das spüre ich. Fürwahr, an Schönheit wird es nicht mangeln. Es zählt allein das Herz. Nicht wahr, Cecil? Schatz? Du bist jetzt die Königin, also achte auf deine Worte. Aber Young, du weißt doch, dass mir dieses vornehme Getue nicht liegt. Oje, ich verpasse ja mein Training. Kommt. Jawohl, Eure Majestät. Er lässt seine Frau einfach mal links stehen. Du bist doch keinen Deut besser. Sei nicht so streng mit deinem Mann. Ich bin sicher, er wird ein großartiges neues Fabul aufbauen. Prinz Edward? Ach so, kleine Kinder. Bitte sing noch einmal das Lied vom Paladin für uns. Das mache ich mit dem größten Vergnügen allerdings, nachdem wir unsere Arbeit getan haben. Ihr wollt doch, dass die Burg schnell wieder aufgebaut ist? Natürlich. Aber versprochen ist versprochen. Anna. Bitte wache vom Himmel über mich. Ich muss stark sein für mein Volk. Du und Teller, ruht in Frieden. Shirio! Hört her, Zwergenbrüder. Wir werden unsere Burg schnell wieder aufbauen und sie wird schöner als je zuvor sein. Eure Majestät, wir haben nicht genug Baumaterial. Dann verschrottet die Panzer. Kriege wird es keine mehr geben. Vater, wie es wohl Cecil und den anderen geht? Gut, dass du fragst. Ich habe wunderbare Neuigkeiten. Cecil und Rosa werden zum Königspaar von Baron. Wirklich? Und nicht nur das, sie haben uns zur Krönungszeremonie eingeladen. Hurra! Yippie. Mein König, ihr packt gar nicht mit an. Habe ich nicht gesagt, ihr sollt die Panzer auseinandernehmen? Shirio! Cecil, Rosa. Oh Gott, man sieht Kane zum ersten Mal ohne Helm. Der hat ja blonde, lange Haare. Verrückt. Ich habe nicht das Recht, eurem Glück beizuwohnen. Nicht so, wie ich jetzt bin. Nee, so wie du aussiehst. Ich werde mich hier auf dem Berg der Tortur selbst finden. Und wenn es mir gelingt, ein noch größerer Dragoner als mein Vater zu werden, will ich nach Baron zurückkehren. Weil bis dieser Tag kommt, wünsche ich euch von Herzen alles Gute. Weil er auch auf Rosa steht. Oh. Was gibt es? Die Monde, aber seht selbst. Thank you.
Können wir uns jetzt weiter das Gekreisel angucken? Passiert da noch was? Oder... Okay. Da sind Cecil und Rosa. Was hast du, Cecil? Es ist nichts. Mir war nur so, als hätte ich meinen Bruder... Ja? Es muss wohl Einbildung gewesen sein. Was macht ihr beiden noch hier? Es ist so ein schöner sonniger Tag. Wie könnt ihr hier faulenzen? Entschuldige, wir müssen die Zeit vergessen haben. Zeit habt ihr noch genug zusammen. Fangt nicht jetzt schon mit dem Blabla. Komm, Rosa. Oh, entschuldigt, Königin Rosa. Irgendwie ist der Text gerade so schnell übersetzt. Für dich immer nur Rosa, tatsächlich. Also dann, liebste Rosa, ein Brot muss schön zurechtgemacht werden. Eine Maid wettet bereits. Beeilen wir uns. Wieso ist das so schnell? Natürlich. Dup, 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 dup. Es ist lange her, dass wir alle gesehen haben. Sie werden bestimmt bald hier sein. Du solltest dich auch beeilen, Cecil. Ich drücke überhaupt nicht. Ja. Kein Zweifel, es war seine Stimme. Mein Bruder sagte mir, lebe wohl. Ach, wie schön. Oh, ist das nicht goldig. Die heiraten. Rosa freut sich. Das ist voll schön. Palom und Porum. Auch da. Porum setzt sich einfach auf den Königsstuhl, ist auch schön. Final Fantasy 4 Stuff. Das war's mit Final Fantasy 4. Oh, es war super schön. Es hat total viel Spaß gemacht. Die Frage ist nur, kann man jetzt nach diesem Ende noch weiterspielen oder nicht? Ich lasse mal die Credits durchlaufen und hänge das sonst als Bonus-Parts hinten dran. Falls man noch was erledigen kann, dann werde ich das noch tun. Höchstwahrscheinlich. Dabei geht es dann um die Nemingway-Hasen-Quest, wenn ich das denn überhaupt angehen will. Das muss ich mir nochmal durchlesen, ob das mir zu viel Arbeit ist. Eigentlich glaube ich sogar, dass ich es nicht tun werde, aber das andere wollte ich immer so gerne wissen. Was mit diesen Freunden von hier Rydia, wie gesagt, die mit dem roten Mantel, die im Land der Beschwörbaren, wie ich schon mal meinte, habe ich da nichts gefunden im Internet und muss mich immer noch weiter schlau machen, was es damit auf sich hatte, ob ich das automatisch erledigt habe. Ob es da noch was zu tun gibt. Man kann auch noch weitere Beschwörbare sich holen. Da habe ich auch nicht alle. Da kann man zum Beispiel halt diese Bombendinger, diese fliegenden Kugeln, die kann man besiegen und dann irgendwie eine kriegen und andere kleine, die jetzt nicht viel Schaden machen hinterher, aber man kann sie als Beschwörbare haben. Vielleicht mache ich das auch offline. Es ist halt die Frage, möchtet ihr dazu noch sehen?
wie noch Nebenquests gelöst werden können oder ist es zu uninteressant, dann mache ich das alleine oder gar nicht. Weiß ich jetzt gerade nicht. Ich weiß, dass nicht jeder hier dieses Let's Play geguckt hat. Deswegen frage ich einfach mal in die Runde. Nach diesem Spiel geht es auch nicht weiter mit Final Fantasy. Also ich habe da was anderes in Ausschau. Es gibt allerdings zu diesem Spiel noch einen weiteren Final Fantasy Anhangspart. So wie bei Final Fantasy X-2 gibt es Final Fantasy IV After Years und den Teil würde ich gerne spielen, aber ich habe ihn noch gar nicht gekauft. Deswegen werde ich sowieso erstmal nach diesem Spiel ein anderes Spiel machen. Es wäre aber so mein persönlicher Wunsch, dass man dann mit After Years einfach weitermacht, weil man halt dann storymäßig noch drinne ist. Außerdem ist es von der Geschichte ja angedeutet worden, dass Golbez irgendwann wiederkommt. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, wie er jetzt nochmal so hieß. Jetzt habe ich den Namen wieder gerade vergessen. Da ist das Namingway-Häschen. Das fand ich total putzig. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass der halt wiederkommt, weil der geht ja jetzt zum Mond mit Fusoya weg, der irgendwie so ein bisschen wie Dumbledore war. Mit seinem langen Bart, da ist er ja auch. Gerade redet man über ihn. Ah, Fusoya, ich bin Dumbledore. Und da ist der Golbez. Ob der wiederkommt, weiß ich nicht. Also ich kenne natürlich die Spiele nicht. So Final Fantasy After Years kenne ich auch nicht. Ist aber halt die Fortführung. Und jetzt mal so als allgemeines Feedback. Ich glaube, ihr habt es schon mitbekommen im Spiel, was ich so immer gesagt habe. Ich fand, das war ein super Spiel. Also mein Fazit ist ein ganz toller Final Fantasy Teil, obwohl er grafikmäßig überhaupt nicht mithalten kann natürlich mit heutigen Spielen, ist es von der Story her ein total gutes Spiel. Also wenn die das Spiel nochmal erneuern würden, würde ich mich auch freuen. Ich hätte nie gedacht, dass mich das so mitreißt storymäßig. Ich fand, es war viel besser als Teil 3. Ich dachte, es wird mehr wie 3, aber nö. Es war eher was ganz Eigenständiges und ich mochte total von Anfang an, von den ersten Szenen an, diese Sequenzen und fand es auch toll, dass das synchronisiert wurde, stimmenmäßig, dass man so ein bisschen das Gefühl hatte, man taucht wieder in so einen Film rein und arbeitet immer auf was zu. Es war natürlich hier und da auch wieder auch abzuleiten, dass sie dann doch am Ende leben, Palom und Horum, die ich total süß fand, und dass auch andere Sachen passieren, wie sie passiert sind. Aber nichtsdestotrotz war es, finde ich, von der ganzen Aufmache her ziemlich cool gemacht. Also mir hat es gefallen. Es waren viele Charakter dabei, die man mochte und man hatte viel Möglichkeiten, etwas zu schaffen. Die Kämpfe waren teilweise echt schwer, das sind sie ja immer, aber in dem Fall musste man wirklich taktisch gut überlegen, auch oft, was mache ich jetzt, wie schütze ich mich, womit greife ich als erstes an, weil manchmal halt wirklich die ersten Schläge irgendwie das ganze Weitere ausmachten, wie es weitergeht. Und da bin ich dann so gegen Ende hin ganz gut reingekommen eigentlich. Was mir überhaupt nicht gefallen hat, und das habe ich auch mehrere Male gesagt gehabt im Spiel, ist einfach, dass alle 10 Sekunden oder sogar weniger halt ein Kampf kam. Also wenn man dann wirklich so wirklich weitläufige Gegner hatten mit 10, 11 bis 12 Stockwerken, die man abklappern musste, und du weißt ja überhaupt nicht, was in der Ecke ist, und ist dann noch eine Kiste, und in der Kiste ist dann auch nochmal nicht nur eine Ausrüstung, sondern natürlich ein Feind, und dann hast du das gerade, läufst los, 2 Sekunden später wieder ein Angriff, dann freust du dich, dass du das geschafft hast, bist gut davongekommen, läufst 2 Schritte, kommt derselbe Gegner nochmal, läufst 2 Schritte, wieder derselbe Gegner. Das ist dann schon ein bisschen nervig. Also man muss natürlich trainiert sein, sonst schafft man das ja am Ende überhaupt nicht. Den Endkampf, den Bosskampf, fand ich gar nicht so schlimm, wie ich gedacht hatte. Das hatte ich ja auch gesagt direkt. Wie manche Zwischengegner, die kamen, also das davor, um dahin überhaupt zu kommen, war wesentlich anstrengender und schwieriger, finde ich, weil ja kaum ein Speicherpunkt zwischendurch irgendwie war. Man konnte halt vielleicht mit dem Notausgang raus, musste es da aber alles nochmal machen. Bist dafür aber umso trainierter. Also es hat halt seine Vor- und Nachteile. Ich fand es gut, dass ich so gut trainiert war. Aber ich hätte mir den einen oder anderen Kampf auch gerne gespart. Nun ist es so, dass man bei diesen Namingway-Häschen, also es sind ja diese Hasen, die man immer zwischendurch gefunden hat, die einem dann irgendwie gesagt haben, hey, ich heiße jetzt so und so und ich mache jetzt das und das. Und
Bei dem ist Nebenquest ist halt so, und ich spoiler das einfach mal, wenn man das gemacht hat, weil ich glaube nicht, dass ich jetzt noch Lust habe, das zu tun. Wenn man das alles geschafft hat und diesen Hasen gefunden hat, da kommt noch was. Dann wollte ich nur sagen, kriegt man am Ende halt eine Fähigkeit oder ein Item oder so, was man benutzen kann. Das ist die Familie, ne? Ach, wie süß. Das ist ja Cecils Bruder, beziehungsweise Golbez, den man hier sieht mit den Eltern. Und die Mutter ist ja gestorben, ne? Bei der Geburt. Was ich sagen wollte, ist, dass man am Ende dann ein Item bekommt. Da ist er doch. Danke fürs Spielen von Final Fantasy IV. Süß. Aber das muss noch nicht Ende sein. Ach, das sagt er uns Bescheid. Du hast jetzt die Möglichkeit, das Spiel noch einmal zu spielen und behältst dabei all deine Fertigkeiten und seltenen Items. Falls du diese Option wahrnehmen möchtest, speichere bitte im Anschluss dein Spiel. Insgesamt kannst du das Spiel 3-mal hintereinander durchspielen. Also experimentiere mit dem Übertragen der Fertigkeiten herum. Okay. Aber sei vorsichtig beim Überschreiben einer anderen Datei. Die Durchspieldatei kann nur zum Neustart des Spiels verwendet werden. Als dann bis zum Tag, an dem wir uns wiedersehen. Fertigkeit Supra erhalten. Und was ist jetzt dieses Supra? Ich möchte das jetzt hier überschreiben. So. Zack. Und wenn ich jetzt noch fortsetzen drücke, was passiert dann? Achso, dann bin ich wieder im Untergeschoss 12. Okay. Ja, ich hole gerade ein bisschen weiter aus, ein bisschen längerer Part. Jetzt ist aber auch egal. Was ich sagen wollte, ist, das Item bekommt man, wenn es nicht das sogar gerade war. Ich weiß es nicht. Von dem ich gerade spreche. Ich schaue jetzt mal nach. Wichtige Items. Hat man jetzt hier irgendwelche Zwischenkämpfe? Das werde ich ja jetzt sehen. Wenn ich jetzt hier weggehe, habe ich jetzt hier Zwischenkämpfe? Denn darum geht's. Also wenn man das gemacht hat mit den Hasen, dann hat man keine Zwischenkämpfe mehr. Darauf läuft's hinaus. Und man kriegt aber einen. Okay, das wollte ich nur überprüfen. Also hier haben wir noch Zwischenkämpfe, die hören dann aber auf, was halt ziemlich cool ist, wenn man halt zum Beispiel noch andere Beschwörbare finden möchte oder anderes noch erledigen möchte. Ich werde noch einen Bonuspart hinten dran fügen, wenn ihr euch das wünscht, wenn gar nichts kommt, dann lasse ich das einfach so stehen und dann ist es das Ende von Final Fantasy IV. Und dann bedanke ich mich natürlich an der Stelle recht herzlich fürs Zuschauen, vor allem wenn man von Anfang an bis zum Ende jetzt hier dabei war, hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Und finde es toll, wenn jemand auch das Durchhaltevermögen hat, sich das anzuschauen, weil es ist für nicht jedermann eine Sache, sich ein Spiel anzuschauen, was halt so eine etwas ältere Grafik hat und das, obwohl es halt schon in HD jetzt verbessert worden ist, aber trotzdem ist es halt noch ein älteres Spiel und ich finde, das ist trotzdem ein sehr schöner Final Fantasy Teil und den kann man sich mal durchgezockt und angespielt oder angeschaut haben, also ich fand es lohnenswert. Bedanke mich und ja, füge sonst in die Kommentare noch was ein oder wie gesagt Bonuspart, was es denn mit dem anderen Kram noch auf sich hat oder auch gar nichts. Also schreibt mir in die Kommentare, hinterlasst mir einen Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Ich sag ciao und bis zum nächsten Spiel. Bis dann!